Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. So, ich habe jetzt mal ein bisschen das Ganze umgepackt. Irgendwie, ich habe immer noch nicht die Taste oder die richtige Taste gefunden, um hier auf einmal zu klettern. Jetzt habe ich Leertaste gedrückt, jetzt macht sie wieder nichts. Aber ich denke, so sollte es dann passen. Ich muss wahrscheinlich... Ah, okay, W und Leertaste gedrückt halten. Gut. Damit wäre ich hier. Okay, ich muss also schnell sein, gucken, dass das Ding da noch oben ist und dann hoffen, dass ich da hochkomme. Alles klar. Dann hoffen wir das Beste. Okay. Scheint wohl ein wenig kalt zu sein. Okay, versuchen wir das jetzt mal mit dem Timing. Mal los. Einmal ganz nach oben, bitte. Sehr cool. Also, wenn wir das jetzt hier so festhalten können, das wäre optimal. Gibt's halt leider nix. Na dann. Schnell jetzt. Ja. Lauf, Lara. Ja. Okay, es hat funktioniert. Sehen wir dich jetzt eigentlich? Theoretisch? Noch nicht. Wo muss ich ihn hin eigentlich als nächstes? Ah ja. Ich kann schnell reisen, wenn da oben Lager ist. So, können wir irgendwas mitnehmen? Den Hebel auf der Plattform zu ziehen. Vielleicht setzt uns das in Bewegung. Okay. Na, warte mal. Okay, das treffen wir scheinbar von hier noch nicht. Oder muss ich da erstmal wieder... Nee, tatsächlich nicht. Hm. Sehr gut. Letzte Fahrt ins Hexenhäuschen. Hm. Schauen wir mal. Deine Hexe ist clever. Alles im Tal ist so aufgebaut, um den Mythos von Baba Yaga zu erwecken. Und der Pollen erledigt den Rest. Als ich den Aufzug das letzte Mal sah, war er völlig anders. Was hast du gesehen? Wie die Legende sagt, ein Haus auf riesigen Vogelfüßen. Aber ohne Pollen ist es nur ein alter Apparat. Tut mir leid. Ich habe Großvaters Geschichte geglaubt. Sie ist Russin. Sie kennt den Mythos sehr genau. Nadja, dein Großvater weiß womöglich, wer sie ist. Du sagtest, er war Gefangener im Gulag. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Großvater war eine Wache. Meine Großmutter war die Gefangene. Sie war eine brillante Wissenschaftlerin. Sie sollte draußen im Tal etwas in den Ruinen. Aber dann kam die Hexe. Großvater hat sich nie verziehen.
Die Hexe zu töten bringt sie nicht zurück. Aber ich verstehe es. Hoffentlich erreichen wir ihn rechtzeitig. Ja, zumindest ein bisschen was wir mitnehmen können. Na gut, und hier hätten wir notfalls auch wieder eine... einen Hebel, um das Ding wieder runterzulassen. So, habe ich alle... erreicht. Erwischt, scheinbar, ne? Okay, was wollen wir da jetzt gefunden haben? Nadia, komm schnell! Nein! Nadia? Wie? Es ist der Pollen. Hier, lass mich. Opa, kannst du mich hören? Ich wollte... Ich konnte sie nicht retten. Ich wollte es. Shh, alles in Ordnung. Ich bleibe bei ihm, Lara. Es ist Zeit. Du hast nur noch eine Dosis übrig. Nutze sie gut. Die Hexenhöhle. Ja, schauen wir mal, ob wir sie besiegen können. Schauen wir da dann noch die letzten drei... finden, die letzten drei Anhänger. Sie muss drin sein. Jetzt wird's ernst. Okay, zumindest kriegen wir noch Muni und bla. Klassiker, immer kurz vor Boss kämpfen. Sie ist es. Sie war es immer. An den Rändern, im Dunkeln, immer da. Sie... Wegen ihr sind wir hier. Wir wussten es bloß bis jetzt nicht. Sie ist das Zentrum der Welt. Sie lässt den Nebel wirbeln und unseren Verstand ersticken. Sie kann uns Klarheit geben. Sie sagte ihren Namen, Baba Yaga, und unsere Wunden heilten. Mit einem anderen Wort riss sie uns wieder auf. Wir sind nichts und gehören ihr. Wir werden tun, was sie befiehlt. Dafür sind wir bestimmt. Oh Gott. Na gut. Was hat sie mit ihnen gemacht? Ich schätze mal, die hat die übernommen. Ich gehe mal davon aus, sie werden jetzt... vermissten Soldaten. Sie sind hier. Gehe mal davon aus, wir werden jetzt hier gegen einige menschliche Gegner noch kämpfen müssen. Aber wir haben ja unser Serum. Da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Denke ich mal. Die Frau, ob die wollte auch über Wasser übertragen, durchs Wasser übertragen werden. Wahrscheinlich ja nicht. Schwindelig. Nein, ich brauche das letzte Gegengift. Ja, holen wir ja gleich. Keine Sorge. Das passt schon. Das ist der letzte Rest. Na toll, das ist ja super gelaufen. Okay, ja, da haben wir dann die Soldaten. Das ist halt die Frage, was wir jetzt hier machen sollten. Ach, warte mal, hier haben wir wieder diese... Licht. Hier haben wir ja wieder die Dings hier, die... So, das ist, glaube ich, das Falsche. Ja, ich glaube, das ist das Falsche. Das was?
Ja, immer noch nicht nah genug dran. Genau da mussten wir hin. Das war's. So, dann komm mal her. Schon zu früh. Ah. Das ist jetzt durchgeschnitten. Ja gut, vielleicht versuchen wir es hier mal. Vielleicht geht das ja besser. Mal schauen, was das wird. Wir sind erstmal noch keine großartigen Gegner da. Okay, reicht das? Ah, schade. Ah. Oh. Aber ja gut, wahrscheinlich... Baller. Ah ja gut, dann kriegen wir sie nämlich kurz runter. Oder dann geht's in Deckung. Jetzt. Sehr schön. Das ist doch mal wunderbar. Okay, dann versuchen wir das hier nochmal. Dann sollte es ja einigermaßen passen, oder? So, noch ein bisschen Geballer. Ja, ist ja gut. Hör auf. Nummer 2. Okay, es gibt noch eine weitere Phase des Kampfes. Na gut, dann schauen wir mal da oben. Wartet, glaube ich, schon was auf uns. Ein bisschen höher hättest du ja doch noch gehen können, du Wasser. Aber dann... den Wald da hinten raus. Was auch immer du hier von dir gibst. So, erstmal Muni mitnehmen. Hier geht's dann hoch, ja. Na, auf zum Klettern. Ja, echt ordentlich. Ordentlich für diese Pflanzen hier herbeigeschafft. Oh. Gegner noch. So, das geht aber zum Glück. Die sind ja netterweise One-Shots. So, sehr schön. Ein bisschen Zeug mitnehmen. Ja, ist ja gut. So, bringt das jetzt mal was? Ja, hey, ich bin geschickt. Schön, immerhin mal etwas. So, dann kannst du da mal weg. Scheinen noch ein paar Gegner hier zu sein. Da zum Beispiel. Okay. Dann fangen wir doch hier direkt nochmal an, oder? Das meinste. Dämmchen. Ja, ja, ist ja gut. Lass mich mal gerade bitte. Auch gerade ein wenig Ruhe. Weg da. So, und jetzt sprengen. Sehr schön. Nummer 1. Jetzt stellt sich halt die Frage. Ja, ich guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Hier geht es auf jeden Fall hoch. Bist du? Egal, du bist jetzt tot. Die Frage wohl auch einigermaßen übrig. Au. Der hält dich. So, da geht's vielleicht hoch. Das könnte eventuell was werden. Ah, der war ordentlich daneben. Ich dachte eigentlich, dass du sonst besser zielst. Sonst hast du eigentlich mal fast alles getroffen, Madämmchen. Sonst hat das einigermaßen gepasst. Okay, hier oben ist aber nichts. Oder? Da wäre noch was. Da komme ich aber nicht so schnell hin. Ich glaube, da runter springen ist nicht.
Da wäre halt auch noch so Zeug. Das dürfte von hier nicht zu erreichen sein. Na gut, dann schauen wir uns nochmal woanders um. Vielleicht sind wir dann ja etwas erfolgreicher. Kann ich das mal mitnehmen? Ist leider noch etwas voll hier alles. Ich glaube, Wasser ist aber auch nicht so das Wahre. Ah, wir könnten, genau, wir könnten hier runter. Das sieht doch schon etwas besser aus. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen was geregelt. Okay. Klettern wir mal. Ah ja, genau, dann kommen wir eine Ebene höher. Ich denke mal, das sollte einigermaßen helfen. Auf jeden Fall praktisch. Na komm, halt mich fest. Darüber springen, genau. So, dann können wir hier nochmal hoch. Ich glaube, da hat schon jemand auf mich gewartet. So, bitte aufhören damit. Können wir hier irgendwas freisetzen. Ah, mehr von dem Gas. Okay, und dadurch haben wir jetzt Halluzinationen. Da waren wir schon, genau. Wir haben ein wenig Nachschub gekriegt. Gesellschaft im Falle. Da kann man versuchen hinzukommen. Das heißt, mit dir hier aussteigen. So, dich kriegen wir so zum Glück auch einigermaßen los. Machen wir mal kurz auf. Hier, genau, das war das zum Lösen nachher. Also ich muss erstmal hoch. Au. Der hat jetzt wieder gesessen, der Schuss. Okay, das könnte sich ein bisschen dauern gerade. Ja, das schwieriger werden. So. Okay, das ging schnell. Ich glaube, sie hat mittlerweile dazugelernt und weiß, wie man dieses Seil durchschneidet. Das könnte halt auch noch gut sein. Ah. Autsch. So, lass mir mal gerade meine Ruhe hier. Das hier anbringen kann. Nee, nee, die wird das nicht durchschneiden. Die wird jetzt hier reingezogen. Und das nächste. Sehr schön. Lara! Lara, hörst du mich? Ich bin gerade beschäftigt. Großvater ist wach. Er sagt, sie ist es, Lara. Die Hexe ist meine Großmutter. Sie lebt. Bitte, du musst. Vielleicht kommen wir zu ihr durch. Wir müssen das versuchen. Ich tue, was ich kann. Aber das muss ein Ende haben, Nadia. Ja, kriegen wir schon hin, denke ich mal. Ach Mist, ich hätte da hinten das Ding noch tätigen müssen, bevor ich auf die Plattform springe. Naja, dann gucken wir mal. Gerade so. Fahr halt noch einmal rund. Aber so wie es aussieht, ich glaube, hier lohnt es sich auch echt nochmal dann nachher zu kommen, wenn wir sie besiegt haben. Also nochmal wiederzukommen. Da gibt es bestimmt einiges noch zu looten. So, dann hier mal raus bitte. Das benutzen. Jetzt? Ah, okay, es sind doch noch welche da. Wir haben jetzt eine Ebene höher. Diese Plattform, die wir dann nutzen können. Ich frage mich halt echt, was das ist.
Ah, genau. Und jetzt können wir nämlich hier hoch und das aktivieren. Sehr gut. Au. Da kommen jetzt auch die... Ja, wir sind richtig. Es gibt neue Gegner. Wir sind hier auf jeden Fall. Aua. Au. Au. Was machst du denn da? Wieso haben wir denn einen Nahkämpfer hier? Ach so. Hm. Ja, komm, ich pack den Bosskampf jetzt hier noch rein. Fertig, dann machen wir die Folge etwas länger. Dann, ich weiß, ob ich die jetzt erledigt habe. Ich denke, so viel wird es nicht mehr sein. Ich denke, oben sind vielleicht noch zwei oder drei maximal von diesen Fertigen. Und dann haben wir es auch geschafft. Gut, dass der diese Mechanik erschossen hat und nicht mich. Gut, dafür haben wir getroffen. Na cool. Hab sogar eine kleine Errungenschaft. Vielleicht so viele Gegner mit dem Sturmgewehr getötet? Keine Ahnung. Wird sich dann zeigen. Bisschen was haben sie ja da netterweise an Zeug. Gegner, aber groß und ganz. Ja, doch, sollte passen. Ja, ja. Theater machst du hier, sonst keiner. So, dann können wir hier nochmal rüber. Danke. Okay, und dann geht's dort wohl weiter. Ah ja, genau, da haben wir auch noch den. Das ist halt der letzte Bottich mit Rauch sein. Luminöse grüne Rauch. Ja, Munition können wir für das Ding auch nochmal nutzen. Das stimmt. Oder gebrauchen. Oh, Hund. Auch ein Hund. Ja, ich brauche mal gerade Deckung. So. Und weg. Bist du gerade die Leiche? Das wäre echt praktisch. Aber na gut, es sind halt auch irgendwo Wölfe. Mehr oder weniger. Noch jemanden? Autsch. Und... Hallo, hallo? Achso, du hast wahrscheinlich. Nee, da. Nahkämpfer. Weg mit dir. So, war es das jetzt? Ah, nee, ich glaube, oder? War doch gerade noch einer. Gerade aus dem Augenwinkel noch gesehen. Ja, wo ist denn der hin? Mal da. Hi. Und gute Nacht. Okay. Mit dir? Das letzte Stück. Dann schauen wir mal, wie machen wir das am sinnvollsten. Erstmal hier. Zack. Schön. Aufhören. Ja, mal schön weg. So, und jetzt. Nee, nicht plündern. Oh, Spiel. Ich will doch nicht plündern. Ich kann doch nichts plündern. Ich will jetzt dieses Ungen tätigen. Ungünstig platzierter Loot. Schön da bleiben. Genau. So, das kann da mal weg. Aber jetzt sollte es hoffentlich mal klappen. Aber echt knapp. Stopp. Es reicht. Ich weiß, wer sie sind. Ich kann mir kaum vorstellen, was sie tun mussten, um zu überleben. Du hast keine Ahnung. Es ist jetzt vorbei. Sie müssen nicht mehr auf diese Weise leben. Seraphima. Etoti. Aber du bist tot. Sie sagten mir, du wärst tot. Kommt sie wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Aber es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Familie ist halt so. Oh, ich weiß. Ich weiß.
Vielen Dank, Lara, für alles. Na ja, super. Dann haben wir die Hexe doch besiegt. Sehr schön. Traumstachel. Okay. Pollenpfeile. Ihr Traumstachelbogen tränkt ihre Giftpfeile in metallozygenen Pollen, die für Verwirrung und Furcht unter ihren Feinden sorgen oder sehen. Cool. Ich dachte, ich lasse sie ein wenig allein, während ich mich etwas umschaue. Okay. Dann schauen wir uns die nächste Folge hier noch ein bisschen um. Ich schaue mich noch ein wenig um. Vielleicht bringe ich einige von ihren Sachen zurück ins Dorf. Ja. Vielen Dank, Lara. Sei vorsichtig beim Klettern. Wir sehen uns. Vielleicht ist dir noch etwas schwindelig von den Trollen. Ja, das sollte passen. Ja, schauen wir uns die nächste Folge hier noch ein bisschen um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.